Herzlich willkommen zurück, Sid Meier's Pirates, und die Entscheidung steht noch aus. Die hübsche Tochter hier des Gouverneurs, die lädt uns zum Tanz ein. Wobei ich finde, sie hat so ein bisschen fliehendes Kinn und so ein bisschen... Also hier, Brustpartie ist sicher in Ordnung und auch einigermaßen schlank und rote Haare an sich nicht schlecht. Okay, wir nehmen die Herausforderung, die Einladung an. Und, jetzt muss ich hingehen und mit ihr tanzen. Jetzt muss ich einfach schnell genug die richtigen Tasten drücken. Und dann wird das ganz gut funktionieren. Und der Tanz geht los. Und einmal hier nach rechts drehen und nochmal nach rechts. Oh, ey, ich hab gedrückt. Nochmal. Und nach links. Und nochmal nach links. Ja, sehr geil. Und nochmal nach links. Ja, sehr geil. Und nochmal nach links. Ihr Herz schlägt schon. So muss es sein. Uppala, habe ich fast verpasst. Macht nichts, hat gerade auch so gereicht. Und wieder nach vorne. Nochmal nach links. Und nochmal links. Ich bin ja in echt auch nicht so der Tänzer. Also Walzer würde ich gerade noch hinkriegen. So Standardtänze. Ja, muss man halt irgendwie können, ne? Alles, was drüber hinausgeht. Puh. Und nach links. Und links drehen. Und nach links gehen. Und nach links drehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, hier. So. Aber ich glaube, sie mag mich. Sie mag mich, glaube ich, so. Das ist halt so ein Minigame, ne? Ganz ähnlich wie das Fechten. Richtige Taste im richtigen Moment drücken. Und zack, und zack, und zack, und zack. So. Nabola Lamri. Nabola Lamri. Ariba Lamri. Sie scheint mich zu mögen. Ach, ja genau, der böse Raimondo. Süß, dass du mir das gesagt hast. Steckst du mit drin? Wer weiß. Ein Straußenfedernhut möchte er mir verkaufen. 3600 Gold. Garantiert mir eine Einladung zum Ball. War ich gerade, aber komm. Gönnen wir uns. Spanische Schatzflotte nach... Caracas, okay. Merke ich mir mal. Puerto Cabello und der ist auf dem Weg nach Santa Catalina. Santa Catalina. Schön im Westen. Das heißt, wenn ich gleich vor dem Wind losbrause. Dann können wir was reißen. 6 haben desertiert. Ist auch, glaube ich, das letzte Abenteuer mit dieser Crew jetzt hier. Es geht ja jetzt auch wirklich nur noch darum, diesen Baron Raimondo eins überzuziehen. Die möchten echt aufteilen. Die sind jetzt stinke-sauer. Wahrscheinlich, weil ich diesen teuren Hut da gekauft habe. Sorry, Boys. Modo muss sein. Da müsst ihr jetzt durch. Baron Raimondo wird euch entschädigen. Santa Catalina, ungefähr diese Richtung. Ja, das Leben ist nicht einfach als Captain. Aber ihr werdet euer Essen schon noch kriegen. Haltet mal echt die Fresse. Ich bin der Captain. Und es wird jetzt nichts hier rumgemeutert. Elende Miesepeter. 26 Monate, 17.000 Gold. Komm. Ich kann euch jetzt entlassen. Oder ihr könnt noch einmal mitkommen. Den guten Baron plündern. Und dann nochmal viel reicher werden. Könnt euch entscheiden. Es sind nur noch wenige Seemeilen, würde ich sagen. Ich
begebe mich mal südwärts, so ein bisschen zur Küste, damit ich da so ein bisschen den Schiffsverkehr auch besser ins Auge kriege. Nicht, dass er mir da unten durchschlüpft, weil er unterdessen schon in Santa Catalina war und wieder abgelegt hat. Also ich muss den jetzt hier wirklich um jeden Preis abfangen, sonst habe ich wirklich Angst, dass ich mein Schiff verliere. Ja, 27 Monate. Ihr faulen Säcke. Was ist jetzt wirklich rundherum nur Meer hinter uns? Au! Ein Schiff hat uns verlassen. Und ein guter Restcrew. Ja, das ist schade. Aber den Baron und Raimondo, den lasse ich jetzt hier nicht mehr aus den Fingern. Ach, die haben ein Schiff mitgenommen, die Meuterer. Könnt ihr ja machen. Könnt ihr ja machen. So, ich sehe, wir kommen an. Santa Catalina ist in Reichweite. Und wisst ihr was, ihr elenden, undankbaren Säcke? Ich werde jetzt einfach mal hier in Santa Catalina die Beute aufteilen. So. Hier, die Weiterplaner. Mit großer Erwartung wird die Beute unter der Crew aufgeteilt. Jeder Mann nimmt sich gierig ein kleines Vermögen von 120 Dublonen. Du kannst dein Flaggschiff, die Dondernaming, behalten. Als Lehrlingskapitän 5%, 777 Dublonen. Finde ich gut. Deine Gesundheit ist exzellent und als die Monate vergehen, wird dir langweilig an Land. Und so wird dein Flaggschiff wieder ausgerüstet und eine waghalsige neue Crew versammelt, als du dich vorbereitest, um Segel zu setzen für weitere Abenteuer. So, jetzt kann ich hier zurücktreten von der Piraterie oder ich kann als Lehrlingskapitän weiterfahren oder als Reisekapitän fortfahren. Ich bleibe nochmal hier Lehrlingskapitän, um hier nochmal ein bisschen dazu zu lernen. So, die Monate vergehen. Unsere alte Crew geht nach Hause. Wir haben eine neue Crew, die wir sogleich in der Taverne hier verstärken. 12 Jungs, das ist ein bisschen mager. Und der erzählt mir hier von Port Royal, die gut für Luxusgüter bezahlen. Merken wir uns auf jeden Fall. Puerto Bello ist die Luxus, die Schatzflotte. Auch gut. Auch nach Puerto Bello. Er möchte nicht mit mir handeln, dann kann er nicht mehr. Also. Wir cutten jetzt hier einfach mal südwärts direkt rein. Entweder die Schatzflotte oder den Baron werden wir kriegen. Vorzugsweise den Baron. Ah, wir haben nur 252 Leute. Das ist halt schon ein bisschen wenig. Und ich habe den Baron Raimondo gesehen. So, ich werde jetzt aber gleich erstmal hier nach Puerto Bello gehen, weil den werde ich wieder einholen und in der Taverne nochmal meine Crew verstärken. So, jetzt sind wir über 100. Der erzählt mir von Gran Granada. Ja, schön. Sehe jetzt nicht die Weltmarktpreise hier. Oh, Henry Morgan, der schlimmste Pirat in der Karibik, ist aus Portmore nahe Santa Catalina. So Curry. Oh, der hat 9200 Golddublonen dabei. Merken wir uns auch vor. So, guter Mann. Wie war das denn hier gleich nochmal? Direkt um auf Kettenmunition.
dieselbe Taktik zu fahren wie ich. Nur, dass sein Schiff wesentlich weniger wendig ist als meines. Schlecht gepokert, Herr Baron. Ja, was ist das? Ah, nee. Der böse Baron Gamondo kommt unter Deck hervor. Sie haben mich zuletzt gefunden, Mr. Fingarbrough. Aber ihr werdet es bereuen, mit mir die Schwerter gekreuzt zu haben. Oh Gott. Na gut, dann schauen wir doch mal, was du kannst, guter Mann. Oh, bist du schlecht. Dann kann ich ja wirklich machen, was ich will. Gegen den gewinne ich scheinbar immer. War's das schon? Von mir haben nur 44 Leute überlebt. Da hat er definitiv die größere Crew und zum Glück habe ich so lange gekämpft. Gut, das ist jetzt hier nur ein Teil der Schatzkarte, weil er nicht viel bringt. Ja, die Segler, die nehmen wir gerne mit. Und hier nehmen wir, würde ich mal sagen, alles mit. Schiff versenken wir. Nee, Mann. Nicht so viele Kanonen, dafür brauchen wir viel mehr Essen. Gut. Und wenn wir ja gerade schon dabei sind, habe ich auch gehört, dass hier die Schatzflotte unterwegs ist. Ich würde sagen, den zimmern wir auch gleich nochmal eine drauf, so. Zu fliehen. 28 Kanonen, alter Falter. Scheiße, der ist schneller wie ich. So. Auf jeden Fall mehr Kanonen. Hier geblieben. Treffer. Ich würde mal sagen, dieses Erfolgserlebnis wiederholen wir gleich. Einmal von hinten. Sau getroffen. So. Und die sacken wir auch gleich mal ein. Und ihr dürft auch gerne mitkommen. Und hier haben wir Gewürze. Luxusgüter für nach Port Royal. Port Royal zahlt ja die ganz gut. Ach, die versenken wir, ja, haben wir gesagt. Wir brauchen nicht so lange nach Port Royal. Von daher werden wir uns mal hier die Luxusgüter unter den Hintern klemmen, weil die sind ja bekanntlich besser bezahlt. Ein Monat reicht das. Nordwärts. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal. Port Royal, ja gerne. Einmal bitte Kurs setzen. Quer durch den Sturm. Das ist jetzt auch wirklich hier haarscharf berechnet von mir. Wir da nur nicht die Leute verhungern. Ah ne, schau, wir schaffen's. Da drüben. Port Royal. Englischer Händler kommt mir auch entgegen. So, jetzt haben die nichts mehr zu essen. Und zwar genau jetzt. Macht nichts. Wir verheizen hier erstmal den ganzen Kappes. Und kaufen da hier jetzt ganz viel Essen. Kann ja hier zu Tode futtern. Und beim Schiffsmeister lassen wir hier einmal reparieren. Und dann gehen wir gemütlich einen trinken. Herr Barmann. Santiago hat schöne Töchter.
schön. Der achtschlimmste Pirat, der hat, der segelt aus La Liberté. Ganz in der Nähe von hier, der hat 1500 Golddublonen dabei. Okay, merken wir uns mal. Der verkauft hier perfekt ausbalancierte Schwerter. Da kann ich viel schneller angreifen und die gönne ich mir auch gleich mal. 81 Crew. Warum auch nicht? Und ich würde sagen, haben wir die Sache hier schon mal geklärt. Ah, der hat eine Fregatte jetzt, ja? Ach, und da wäre ja auch gerade der Bart Roberts in der Ecke. Oh. Ja, du darfst gerne durch den Sturm durchsegeln. Da gehen deine Segel zu Bruch, nicht die meinen. Oh, sehen aber ganz in Ordnung aus dafür, dass der Mann quer durch den Sturm gesegelt ist. So. Das wird eng. Können wir ihm ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, so? Schon haben wir ihn zusammengelegt. Puh. Da haben wir die 1500 Leine eingesackt. Und Glitzer hat auch noch dabei. Ja, warum nicht? Schiff habe ich ziemlich zu shit geschossen. Ja, mit und ein Piraten weniger. Machen wir hier St. Mary. Mal zum Mayor sprechen. Der möchte gerne nach Nassau. Da ist er als neuer Gouverneur. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir den doch einfach gleich mal mit. Und wir machen einen kleinen Ausflug nach Nassau. Wo wir dann vielleicht auch wieder mehr über den Verbleib unserer Familie finden werden. Weil diese Karte hier ist nicht ganz so ergiebig. Eine Seefahrt, die ist lustig. Können wir eigentlich gleich von der Jesuitenmission Flüchtlinge irgendwie rumschicken? Wie sieht es eigentlich kriegsmäßig aus? Frankreich und Niederlande. Kollege, wo fährst du lang? Wo fährst du lang, Kollege? Was haben wir da? Ein Engländer. Boah, ist das anstrengend, jetzt dem Typen hier zu folgen. Ich würde sagen, da werden wir dann in der Endfassung auch nochmal einfach ein bisschen beschleunigen. Okay, der Holländer, der transportiert Truppen. Das kann ich mal eben gerade nicht zulassen. Ist die Brick of War größer? Thank you.
Ereignisse aus. Sieht auf jeden Fall größer aus. Deswegen wir uns die sofort unter den Nagel reißen werden. So. Das ganze Essen. Das Schiff behalten wir. So. Und Frankreich hat anscheinend auch hier einen neuen Governor. Einen neuen Governor. Braucht wirklich einen neuen Governor. So. Okay, hat das die Herausforderung angenommen? Versenken wir, Essen nehmen wir mit, was wir ertragen können. Jetzt haben wir wieder zwei Schiffe. Ich muss sagen, perfekt. Wo ist unser Gouverneur? Ich fahre nach Leogan, spanische Stadt. Ja, könnt ihr machen. Ich muss dringend meinen Gouverneur einholen. Dazu muss ich hier mein künftiges Flaggschiff reparieren. Mal hier direkt in die Werft. Mal erst das hier reparieren. Und brauche hier kein Upgrade mehr fahren. Mir sowieso gleich das Flaggschiff ändern. Und zwar hier, Brig of War. Dem fehlt ja auch wirklich noch alles, ne? Hier in Nassau. Das sieht mir nach Bahamas aus. Englischer Plünderer, ja, könnt ihr machen. Okay, er ist angekommen. Das ist ja an sich einmal sehr erfreulich. Elitira. Nassau ist noch ein bisschen nördlicher. Ich war hier oben eigentlich noch gar nie. Wir fragen mal hier nach dem Baron. Und vielleicht hat er ja auch ein Upgrade noch für mein Boot. Tatsächlich, hier, Baumwollsegel. Sehr geil. Und in der Taverne, was erzählt man sich da? Ja, okay. Lolone mit der Blood Debt. Okay, der ist auf Kuba unterwegs. Ah, der hat jetzt was. San Juan ist der Baron. Okay, dann lassen wir den Gouverneur besuchen. Ah, was meinst du denn? Okay. Jetzt bin ich Graf. Sieht langsam sehr nice aus. Graf. Graf Dracula. Nee, ich habe ja jetzt schon eine Freundin. Immer treu bleiben. Das ist eigentlich sehr wichtig im Leben. Ich hoffe auch hier für dieses Piratenleben. So, der Gouverneur müsste mich ja jetzt lieben, ich habe ihn ja beschützt. Beinahe ist ja einfach alleine losgestiefelt. So. Händler? Puh.
euch geht es ja wirklich tatsächlich sehr gut. Nee, Mann. Fahr mal fliegen die Weiber hier auf mich. Ah, Shipwright. Right, der Shipwright. Den ist ja auch noch hier. Nochmal die Upgrades. Hier, zack. Ja, Mann, Grapeshot. Dann kann ich die Mannschaft den Gegner vom Deck blasen. Ja, die Taverne kann ich auch noch reingehen. Captain of the Guard. Ah. Ich kann gar nicht reden. Der Kapitän der Wache wird mich sonst für Gequatsche einsperren. Was ist denn das für ein Arschloch? Die Barmaid ist angefressen, also gelangweilt durch den aufdringlichen Captain der Wache, Wachkapitän. Schwör ab, du junger Whippersnapper. Oder ich verprügel dich, sag ich mal, Bruder. Du antwortest, entschuldigt meine Unfreundlichkeit, Sir. Ich bring dir Manieren bei, du Knappe. Ja, ich bring dir Manieren bei. Und dann geht er auf mich los. Ich bin auf Count. Geht hier der Captain auf Count los? Was ist denn los? Mal hier gleich parieren. Mal hier parieren und zu pixen. Und hopp. Ja, der ist flinker als unsere letzten Gegner. Zack. Aber wir können doch, wir können die doch besiegen. Und nochmal ausweichen. Jetzt hier ausweichen. Und direkt zack. Parieren. Zack. Ausweichen, zack. Ausweichen, zack. Ah, ja, jetzt läuft das hier. Zack, hat ihm die Flasche über den Kopf geballert. Ich würde sagen, vielen Dank, gute Frau. Ja, du bist ein Mutiger. Dieses schnelle Schwert. Dein schnelles Schwert wird. Mit Gesicht. Dein flinkes Schwert wird hierzulande ziemlich praktisch sein. Sieht aus, als würden mehr Männer gerne deiner Crew beitreten wollen. Ja, das ist schön. Was hast du zu verkaufen? Ein goldenes Kreuz. Das wird die Beziehung zu den Jesuiten-Missionaren verbessern. Und für 800 Gold kann es deins sein. Ja, komm. Haben wir es. Geld. In Havanna gibt's Kupferplattierung. Wenn wir eh da schon sind, würde ich sagen. Holen wir uns die gleich mal. Ach, die haben da auch noch einen neuen Gouverneur. Ah, läuft ja hier oben das Geschäft. Ach, wann? Kann ich hier abkürzen? Reicht eben nicht ganz. Reicht eben nicht ganz. Das macht nichts. Das macht nichts, das macht nichts, das macht nichts. Wir müssen eigentlich bald in Havanna sein. Okay. Das war ein bisschen untief hier. Das ist ja ganz interessant. Untiefen sind eben untief, also eben nicht tief. Während Unmengen sehr große Mengen sind. Also es ist genau gegenteilig. Da frage ich mich ganz ehrlich, wie das kam. Denn als ich angefangen hatte mit Segeln, dachte ich immer, Untiefen seien wie bei Unmengen, das sei un... Habe ich da Treasure? Der fährt nach Europa. Aus Havanna. Kann ich das zulassen? Also ich finde das gerade ein bisschen...
So ein schönes Schatzschiff. So ein echt schönes Schatzschiff. Zwei Maxi-Kanonen, alter Falter. Sie sind kampfunfähig. Nochmal eine Ehrenrunde. Haben wir die Segelreifen. Und wieder Stoff drauf. Ja, Mann. Eine Schatzflotte. Eine Schatzgaleone. Die auf dem Weg nach Europa ist, müsste er eigentlich vollgeladen sein. Finde ich gerade eher enttäuschend. Aber gut. So eine Brigantine da. Ne? Ich bin ja jetzt auf der Suche nach einer Fregatte. Weil es wäre tatsächlich das nächstgrößere Schiff. Huch, auf einmal kurz vor Havanna, holländische Siedlung. Na gut. Ein spanischer Plünderer, wo wollt ihr hin? Ja, ja, könnt ihr hin. So, der Händler, der Spanische, möchte nicht mit uns handeln. Das ist schön. Dann würde ich aber sagen, einmal das gewünschte Upgrade für mein Schiff. Vielen Dank. Ein Truppentransport. Könnt ihr alles machen. Könnt ihr alles machen. Und hier Immigranten. Könnt ihr alles machen? Könnt ihr alles machen? Ich suche den Baron Raimondo. Nein! Blackbeard! Mit seiner Fregatte! Adventure Prize! Sind kanonenmännermäßig gar nicht mehr unterlegen, deswegen will ich so gleich mal sagen. Kanone. So. Vielleicht müsste das passen. Ja, Mann. Ja, Herr Blackbeard. Ballert. Ah, ich habe ihn erwischt. Doch, weiß er schon. Ja, dann nehmen wir mal mit. Und dieses Schiff behalten wir auf jeden Fall. Alter, werden wir reich! Alter, was geht? So, ich möchte kein Gejammer und keine Reklamationen hören. Ich glaube, wir brauchen mehr Kanonen für dieses Schiff. Jetzt sind 1.100 Gold. Das war nur der zweitschlimmste Pirat. Heftiger Scheiß. Heftiger Scheiß. Ich würde mal sagen, wir reparieren hier einmal die ganzen Schiffe und machen danach diese Adventure Prize gleich. Das sind jetzt nicht die überragenden Preise. Gehen trotzdem mal in die
Taverne. Sonnenpark. Eine mystische Inka-Salbe. Das nochmal mein Leben verlängert. Kaufen wir auch. Hey, wir haben gerade so viel Gewinn gemacht. Henry Morgan. Der hat eine große Fregatte. Queen Anne's Revenge. Okay. Der wäre dann da unten. Merke ich mir. Gut. Gut, und die Havanna hat eine schöne Tochter. Schön. Dann würde ich sagen, machen wir uns gleich direkt mal auf die Socken. Und Adventure Prize, unser neues Flaggschiff. Sehr geil. So, wir sind in der Liga aufgestiegen. Wir haben jetzt ein Kriegsschiff nämlich. Wie viele Kanone hat der eigentlich? Was hier mit F? Also es gibt hier so ein Piratopedia, wo man halt nachgucken kann. Und hier ist die Fregatte. Dann sagen die hier. Ist halt nicht so wendig, ne? Ah, Kriegsschiff, 200 Crew alleine hier drauf, 32 Kanonen und 80 Ladungen. Und die ist verdammt schnell. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, größer sind dann nur noch eben Großfregatten bzw. Linienschiffe. Und wir möchten gerne südwärts. Ich bin Kapitän. Ich weiß schon, wo ich hinfahre. Oh, fuck, wir haben kein Essen mehr. Wo sind wir denn jetzt? Wir müssen noch irgendwo jetzt hier Handelsschiffe gleich auftauchen. Ja. Jetzt hungern die. Aber hier mal kurz. Port Freedom. Kann man schnell Essen kaufen. Ja, auch nicht unbedingt viel dabei, aber gut. Das ist immer besser als nichts. Zu essen. Genau, mit dem Häuptling handeln. Das ist günstig hier. Teurer kriege ich die, glaube ich, nicht mehr weg. Billiger kriege ich die nicht. Teurer kriege ich die nicht weg. Und genauso bei denen. Gut. Zwei hier. Uff. Hey, unsere Krieger werden müde von der Präsenz der europäischen Kolonisten. Unser Kriegskanu ist bereit. Welche Stadt ist schwach und reif für Zerstörung? Santa Catalina. Ja, da kann ich gucken, was passiert. Weil da möchte ich nämlich auch hin. Ich habe so einen Verdacht, dass der Baron von hier oben, San Juan, irgendwann hier unten auftauchen wird. Was ist denn hier? Ein Piratenfreibeuter. Ungefähr so ähnlich wie ich. Wobei ich bin ganz dezidiert britischer Freibeuter. Schiff von Henry Morgan. Kann ja auch wieder alle Schikanen. Was verkaufst du? Ein Qualitätsfernglas. Kaufen wir. Wir haben die Komete. Investieren, was geht. Ah, jetzt können wir hier gleich mal gucken. Die indischen Kriegskanus.
Oh. Warum möchte der nicht mit mir handeln? Ich habe gehört. Das ist jetzt hier irgendwie ein Bug. Wartet, ich kriege euch schon. Ich krieg euch schon. Warte. Oh yeah. So, wie sieht das denn hier aus? Wir haben hier ein großes Gebirge. Gegner wird hier in dem Bereich ungefähr starten. Dann können wir jetzt hier bewegen. Das ist sicher gar nicht blöd, wenn wir das so machen. Die bewege ich einmal hier vor. Die müssen jetzt hier eins zurück. Piraten hier zwei zur Seite. Auch nicht so clever. Hier die Schützen einmal nach vorne. Genauso wie diese hier. So. So, und greife mal direkt an. Jetzt sind die nämlich brotlos. Und die hier lege ich auf die Hügelspitze. Ah, Mist. Die hätten vorbeigemusst. Jetzt können die nämlich die hier angreifen. So. Auch mal weg. Und die können bereits schießen. Piraten als Kanonenfutter vor. Genauso wie die hier. Ah, die schießen doch auf die Offiziere, Mist. So, und die gehen dann natürlich direkt auf die Wachen los. Die müssen die nämlich auch gewinnen. Perfekt. Und die können feuern. So. Diese Piraten können jetzt hier vor. Die können nochmal in Deckung gehen. Auch drauf losfeuern. Die sich bewegen können. Die können auch feuern. Perfekt. Die werden jetzt die hier nämlich komplett auslöschen. Und für die hier ein offensichtliches Ziel bieten. Na gut. Das war's mit meinen Piratenoffizieren. Macht aber nichts. Ah, die kommen nicht vorbei. Schade. Schade. Aber die können den fett in den Rücken fallen. Und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, Mann. 5000 Gold. Geil. Und wir setzen gleich einen Engländer hier ein.
So. Unsere krasse Fregatte kriegt einmal ein Upgrade. Kostenlose Reparatur, weil englischer Hafen. Ja, was gibt es da überhaupt zu beschweren? So arm scheinen die hier auch nicht zu sein. Ja, komm, dreht mal los. Ja, oh, kein Essen mehr. Wir kaufen denen jetzt das ganze Essen weg. Ja, war doch gar nicht schlecht. Wie sieht's da unten mit unseren englischen Stützpunkten aus? Gar nicht, auch gar nicht schlecht, auch gar nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Santa Catalina könnte tatsächlich auch noch eine Zukunft haben. Und zwar war da nicht an dieser Küste noch ein Kloster. Der bringt Truppen nach Santa Catalina. Finde ich nicht verkehrt. Finde ich echt nicht verkehrt. Oh. Hm. Der Henry Morgan. Ich würde sagen, den lassen wir erstmal noch gewähren. Dann haben wir den ja auch schon mal gefunden. Zu unserem eigentlichen Problem, Baron Raimondo. Da müssten wir eben... Ah, hätten jetzt hier in Gran Granada einmal nachgucken können. Egal, wir gehen nach Puerto Bello. Puerto Bello. Und gucken da direkt mal nach. Und die Crew ist nicht zufrieden, obwohl wir so stinkreich sind. Ja, das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach mit den Leuten. Und wir haben auch schon wieder nichts mehr zu essen. Oh je, oh je, oh je. Und jetzt sind sie total angepisst. Okay, okay, okay. Wahrscheinlich bricht gleich wieder hier eine Brick weg. Aber ist egal, wir haben jetzt eine Fregatte. Und mit der, würde ich sagen, kommen wir ganz gut klar. So. So, jetzt bin ich hier spanischer Captain. Das ist eigentlich auch eine ganz süße. Möchte ich aber gar nicht. Vielen Dank. Ich muss wissen. Signalspiele kaufe ich. Ja, der Henry Morgan, alles klar. Aber mir fehlt ja nach wie vor Info über den Baron Raimondo. Und zu essen habe ich immer noch nichts. Linie 184, den kleinen. Hier noch mal reinschauen. Der handelt mit mir. Boah, danke Gott. Lass ich auch massiv Geld bei dir, junger Mann. Wobei so
sonst hast du ja nicht so die heldenhaften Preise. Gut. Der Captain. Und ich suche noch immer nach dem Baron Raimondo. Wo wäre der zu finden? Jetzt ohne Scheiß, Mann. Das ist gleich hier. Nein, kann ich nicht. Gerade nochmal gekriegt, die Kurve. Cartagena. Ist ja an sich ganz hübsch hier. Händler, mit der hier Essen. 41 Gold für Essen. Ah, das ist bestimmt, weil ich jetzt spanischer Captain bin. Handeln die mit mir. Sehr gut. Ah, ich hätte nochmal nach diesem Baron fragen sollen. Naja, in der nächsten Stadt. Santa Marta. Perfekt. Ja, und dann ist mal hier ein Handelsschiff. Hat lohnt sich ja dann irgendwie nicht so richtig. Also lohnt sich grundsätzlich schon. Aber wir möchten ja unsere Familie wieder hier zusammenführen. Spanischer Freibeuter. So, eine dreiseitige Fiedel. Fingarbro, dieses Instrument verbessert die Crew-Moral auf langen Reisen. Und ich glaube, das ist genau das, was ich brauche. Zack. Ich spiele ja auch selber Violine. Vielleicht werde ich irgendwann auch mal noch was hochladen. Diese lobt mich für meine Piraterie. Er hat mir schon Bescheid gesagt. Mehr Crew brauche ich nicht. Und mit der neuen Fiedel im Gepäck, glaube ich, ist es auch Zeit, die Folge zu beenden. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Für das nächste Mal, Sid Meier's Pirates.